Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade. In der letzten Folge haben wir noch ein paar Aufträge in der Kolonie 9 erledigt oder ein bisschen erkundet und geschaut, dass wir ein paar Aufträge machen und sind dann zurück zum Bein des Bayonnes gegangen, um ein bisschen zu erkunden und haben tatsächlich auch ein bisschen erkundet. Und ja, wir versuchen auch gerade ein paar Aufträge zu machen mit Gegner besiegen und sonst was. Wir haben auch hier besondere Orte entdeckt, wir sind nämlich hier entlang gegangen. Haben hier einen Schrein gefunden mit einer Spinne, die viel zu OP für uns momentan ist. Sind dann hier hoch und haben hier einen besonderen Ort entdeckt, der mir ein bisschen mehr Zeug gegeben hat. Und heute schauen wir, dass wir diese Höhle da machen und eventuell den Gegner besiegen, den ich gerade innen habe. Weil ich bin mir noch unsicher, was das Uhrenzeichen heißt. Entweder zu bestimmten Zeiten oder wenn ich jetzt Story weitermache, ist diese Mission ab sofort komplett geschlossen. Das muss ich noch rausfinden, was das genau heißt. Könnte halt echt beides sein, ne? Aber da die Monster nachts nicht da sind, könnte das natürlich bedeuten, es ist nur bei bestimmten Zeiten. Aber naja, ich schaue auf jeden Fall, dass ich heute weiterkomme, dass wir zu Kolonie 6 weitergehen. Aber jetzt möchte ich erst wissen, was hier ist. Keine Gegner, nix. Interessant. Warum ist hier nichts? Ich weiß, dass hier oben ein Harmoniegespräch ist, deswegen gehe ich hier gerade hoch. Aber hier ist halt echt nichts in der Höhle los, ne? Geheimort. Okay. Die Gegner hier sind nicht mal so stark. Die sind Level 14. Naja. So. Down mit dem. Was will ich nicht mehr machen, Alter? Das ist ja... Hä? Sehr einfach eigentlich. Okay, hier runterspringen tue ich jetzt eher, glaube ich, nicht. Gefallen. Zum Glück nicht auf dem Boden, weil sonst hätte man keine Leben mehr. So, dann erkunden wir halt noch das Gewässer hier und gucken, was hier ist. Auf jeden Fall teleportieren wir uns gleich zum Lager zurück und gehen in die Höhle nebenan, um dort die Gegner zu besiegen. Dass wir die Quest dann auch haben. Ich weiß noch nicht, ob es ein Monsterjagd-Quest war oder Materialien, die die Monster droppen. So. Hier ein paar Tierchen. Hier ist nichts versteckt, gell? Nope, kein Weg. Aber ich finde es interessant, dass ich jetzt schon zwei geheime Orte in Anführungszeichen gefunden habe, weil auf der Karte werden sie angezeigt. Das sind halt einfach irgendwelche Höhlen. So, hier runter will ich nicht fallen, weil ich glaube, da unten geht es übelst ab. Mit die Art von Leveln. Gehen wir einfach mal rüber. Da drüben ist irgendwo ein Auftrag. Mal gucken, ob ich den annehmen kann oder nicht. Da muss ich aber, glaube ich, ein weites Stück laufen. Ja, den Weg kenne ich schon. Die Gegner hier sind genau das richtige Level. Nämlich blau. Also ein Level höher müsste ich noch kommen, dann sind die auch... Wenn die auch nur schwarz angezeigt, also das wird zu stark, also stark genug sind, um sie fast zu one-shotten, was ist. Dass sie uns halt keine Gefahr mehr sind, jetzt habe ich das richtige Wort. So wie der hier, Level 14. Der 15er wird, wenn wir Level 21 werden, wahrscheinlich. Kein Problem mehr für uns sein. Die Viecher da sind aber ein Problem, glaube ich. Oder auch nicht. Sind auch nur Level 13. Interessant. Da unten sind die Gegner.
Ja, das ist schon, nee, ist kein besonderer Gegner, ist nur so, so stark. Okay. Wenn wir schon hier sind, können wir ja kurz da hochgehen. Und gucken, was das da ist. Ein Monolith oder so. Safe irgendein geheimer Teleportpunkt. Auf jeden Fall ein Teleportpunkt. Dann gehen wir mal runter. Dann springen wir jetzt runter. Und hoffen, dass die Gegner nicht zu overpowered sind für uns. Sind sie nicht. Einfach warten. Wir müssen, dürfen uns nicht bewegen. Easy. Die hören uns ja. Dann machen wir uns mal Verzauberung. Schwanken. So, alle auf einen wäre besser. So. Immer den da. Backslash und fast down. Perfekto. Ja, dann brauchen wir irgendwelche bestimmten Materialien. Und keins der jetzigen Monster hat es gehabt, was ich brauche. Sehr nett. Sehr nett. Naja. Dann gucken wir mal. So, Jungs, ich glaube, wir teleportieren uns. Wir gehen jetzt mal da runter und schauen, ob wir das besiegen. Aber wir werden jetzt eigentlich das perfekte Level, um da ein... Da wollte ich gar nicht rein. Um da die Herausforderung zu starten. Aber ich denke, da wird da stand der Mindestlevel 20, also denke ich, warten wir lieber noch 2-3 Level, bis wir das machen. So. Ich möchte nur in die Höhle rein, die Monster besiegen, weitergehen, gucken, was oben los ist und dann zur Kolonie 6 weitergehen. Also denke ich noch so gute 6 Minuten und dann geht's zur Kolonie 6 los. Ich hoffe halt, dass die Aufträge danach noch verfügbar sind. Bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt weggehe, dann sind die Aufträge da weg. Aber mal, was willst du machen? Was willst du machen? So, die sind sehr schwach mittlerweile geworden. Oder besser gesagt, wir sind stärker geworden, dass wir die jetzt als nicht mehr als Bedrohung ansehen müssen. Aber wir müssen nur hier lang. Wir müssen da nur in die Höhle. Ach, die Höhle, wo wir angegriffen wurden, als wir den Äther angefasst haben. Vielleicht bringt das ja was. Jetzt dürften wir auf jeden Fall nicht mehr von der Gruppe überwältigt werden, glaube ich. So. Easy. Gut. Und der hier. Die Schatztruhe ist besonders. Spinnklebefaden. Ah, wir brauchen Spinnklebefaden. Gut. Da ist noch eine Schatztruhe. Als ob. So. Ja. Dann Seitenstechen. Raum mit dem. So. Dann machen wir den schwächer. Okay. Der hier.
Backslash und down mit dem. Wir kriegen halt echt nicht diesen scheiß Klebefaden. Dort sind aber die Gegner hier oben nicht mehr so viele. Und passt, perfekt. Kann ich die angreifen von dir? Ja, jetzt angegriffen, perfekt. So. Das ist down, dann gehen wir auf den hier. Perfekt. Okay, perfekto. Zahn. Wir müssen den doch da oben besiegen noch. Komm her. Schießt ihn bitte ab. Perfekto. Als ob die schon down ist. Aber da dürfte jetzt der Zahn drin sein. Ja, perfekto. Dann ist die Mission erledigt. Ruf verändert. Als wir das erste Mal hier drin waren, waren jetzt die Gegner noch zu stark für uns. So. Und down. Okay, dann guck mal, was da oben ist. Ich glaube, da waren wir noch. Nicht doch. Hä? Ach, hier hinten sind schon wieder welche gespawnt. Naja. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen umher. Und gucken mal nach, ob da jetzt kurz mal Missionsbuch. Das hier nur bei Gewitter. Es ist nicht da. Perfekto. Es ist noch nicht da. Ja, dann gehen wir halt hier oben weiter, ne? Wir gehen einfach weiter. Und wenn ich dann zur Kolonie 6 weiter aufbreche, das ist so in ein paar Minütchen, nehme ich einfach Teleport. Servus. Hi. So, wie geht's? Ah, da oben ist ein Item, was ich brauche. Für einen Auftrag, sehe ich gerade. Ich habe da schon Ausrufezeichen gesehen, aber ich wusste nicht, dass es ein Item ist. Dann haben wir es jetzt. Dann ist die Mission erfüllt. So, können wir noch irgendeine Mission machen? Sammelmission. Das ist Tefra. Ist das hier auf der Ding? Ja. Ja. Dafür müssen wir ins Wasser. Dafür müssen wir ins Wasser. Sehr interessant. Gucken wir mal nach, was das für Viecher sind da unten. Und je nachdem, wie stark wir sind, klatschen wir sie, wenn nicht, dann nicht. Okay, die sind zu stark da unten. Geh mal ins Wasser rein. Seeragul! Und wir sind fast Level 20. 21 meine ich. Naja, dann machen wir auf jeden Fall noch das hier. Die Gegner da oben sind halt echt noch Level 73. Das heißt eigentlich, wir hätten noch nicht alle Aufträge annehmen dürfen. Weil wir sonst aufs Maul kriegen wegen der Zeit. Ja, wenn wir jetzt welche nicht schaffen, dann ist auch egal. So. Level 17 ist der. So.
Gut. Und Backslash. Und down. Flammy-Ei. Flammy-Ei. Nein, kriegen wir natürlich nicht zweimal. Wir brauchen nur noch ein Flammy-Ei. Dann haben wir die Mission, glaube ich, auch beschafft. So. Gut. Dann machen wir den. Come down. Ich brauche noch weitere. Backslash, hier. Fast Hälfte der Leben abgezogen. So. Komm. Hast du jetzt mein Ei? Ja, wir haben unser Ei. Was brauchen wir noch für die Materialmission? Unkorschenkel. Was? Die Viecher sind hier oben. Okay. Wir müssen sowieso hier hin für die Mission, also können wir auch da ein paar Monster mitnehmen. Servus, Kumpel. So. Gut, und Backslash. Und der Airslash. Und Stufenaufstieg. Für alle bis auf... Aber wir kriegen keinen Scheiß. So. So, hier. Backslash. Hier. Da, hier. Heilen wir sie mal. Nee, es funktioniert nicht. Wir kriegen einfach die Schenkel nicht zusammen. So, hier. Backslash. Okay. Und jetzt sind sie weg, oder? Ja, jetzt sind andere Gegner gespawnt. Level 73 Gegner spawnen hier dann. Ups. Naja, wir sind jetzt in der Nähe von dem Weg, wo wir sowieso hin müssen. Also gehen wir da jetzt auch lang. Wir können ja wann anders diese Umi-Schenkel noch holen oder so. Okay. Diese Irrlichter können wir auch angreifen. Gut zu wissen. Gucken wir mal hier lang. Mal schauen, was uns jetzt dahinter erwartet. Ob das schon Kolonie 6 ist oder nicht. Da geht's runter. Das ist ein Auftrag. Kurzer Abschweifer hier runter. Je nachdem, was für Level die Monster hier haben, kann ich auch ganz schnell wieder umdrehen. So ist nicht. Es gewittert schon wieder. Moment. Hier muss ich nicht lang, hier bin ich hochgekommen. Das war der Weg nach oben. Na dann. Den Auftrag, der läuft ja nicht weg. Der läuft ja nicht weg, würde ich sagen. So. Gehen wir hier ran. Okay, der ist... Das, der Flammy, den lass mal in Ruhe. Weil ich will mich nicht mit dem anlegen. Zumindest noch nicht. Da brauchen wir noch 50 Level. Bisschen mehr, um uns mit dem anzulegen. Allgemein, die meisten Gegner können wir uns noch nicht anlegen, also. Wir sind jetzt Level 21. Ich wollte ja ein bisschen leveln eigentlich noch, bevor wir den nächsten Boss machen. Je nachdem, der war ja Level 25. Und wenn der tatsächlich, so wie der andere Boss, den wir hier unten bekämpft haben, zwei Level aufsteigt bei der Halbzeit, also mit dem halben Leben,
in der zweiten Phase einfach zwei Level höher wird oder stärker wird, müssen wir mindestens Level 27 erreichen für den Boss. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll. Wir sind jetzt in Kolonie 6 angekommen. This is Colony 6. It's like a fortress. Did people really live here? So much has changed. It's only been a month. We'll find Juju and then smash some metal. Wait! We can't just rush in. We could enter through the mine. Mine? There's a massive ether deposit under the colony. The first settlers here built right on top of the mine. That's how we got our colony. The mine is like a network of tunnels. It's much more complicated than the colony streets. They can't have figured it all out in the space of a month. So... She means it's the best route if we want to remain unseen. You're catching on. Great. So how do we get in? Through the drainage outlet. It's just up ahead. Okay. Welches Level haben hier die Leute? 17, 18. Perfekte, würde ich sagen. Nach da hinten. Ich nehme mal den. Die Mission raus. Und guck mal, was da hinten ist, weil das ist nicht der Weg, wo wir herkamen, oder? Wo kamen wir denn her? Wir müssen auf jeden Fall hier runter. Doch, da kamen wir her. Warum ist der Pfad da noch nicht frei? Also da runter geht's wieder. Da will ich nicht lang. Doch, doch, jetzt sieht man es, wenn man sich umdreht und so den Blick hat, da kommen wir her. Wir wollen unentdeckt bleiben, das heißt, wir gehen nicht geradeaus. Also machen wir das erst. Geradeaus gehen. So. Auf jeden Fall sind da die Tore zu, richtig? Das heißt, wir können da gar nicht lang. Das heißt, sie haben es zugemacht. So. Ja, da ist ein Händler, da ist eine Quest. Und ein Item, was wir später brauchen. Das wäre die zweite Ambulgonkröte. Ich hoffe, das wird der Kolonie helfen. Was ich auch machen muss, schauen, dass ich die Kolonie aufbaue, bevor ich die Quest weitermache. Weil sonst haben wir hier eine unfertige Kolonie, wo wahrscheinlich richtig geiles Zeug später angeboten wird. Servus. Darza hat großes Problem. Wenn Darza nicht Ding zurückbekommt, dann sehr, sehr schlimm. Oh, ihr da? Hört Darza zu, ja? Igler haben Lizenz der Nopon AG geklaut. Darza kann nicht handeln ohne Lizenz. Das hört sich nicht gut an. Hier ist dein Einsatz gefragt, Shark. Du musst mir helfen, Charla. Allein schaffe ich das nicht. Darza weiß nicht mehr weiter. Holt die Lizenz zurück. Könnt Darza helfen? Wie konnten die Igler denn deine Lizenz gelangen? Darza war ganz kurz abgelenkt und Igler haben zugeschnappt. Lizenz glänzt so schön. Igler gefällt das. Ihr helft Darza, oder? Darza ist sonst total verzweifelt. Ja, sonst können wir hier nämlich nicht handeln. Richtig? Oder doch. Die Ramme ist ja scheiße schwach. Es ist stärker, aber die Crit-Rate geht runter. Mal gucken, vielleicht. Taucher. Das ist deutlich besser für unseren lieben.
Hoppala. Doch, Schuhe. Kauf mal das. Und den Schmuck hier. Schuhe haben wir. Wir müssen hier mal das Zeug kaufen. So. Gut, dann gehen wir noch runter und schauen, wie es da unten weitergeht, dass wir das schon mal anschauen können. Aber dann gucken wir erstmal, dass wir ja den Schmuck ansetzen. Irgendwas haben wir doch gerade gekauft für dich. Ja, genau, die Taucherschuhe. Physische Abwehr, also es hat schwere Kleidung, Gott, lass mal. Lassen wir. Einfach weitergehen. Können wir eigentlich das Monado irgendwie verbessern, dass ich mehr Basisangriffsstärke habe? Ich glaube nicht, gell? Ich glaube, das ist leider nicht drin. Ich sage ja nicht, dass unsere Waffe schlecht ist, aber trotzdem. Es wäre schon geil, wenn man irgendwie die Basisangriffsstärke mit Shulk erhöhen könnte, weil sonst werden ja irgendwann die Side-Character, nenne ich einfach mal, stärker als unser Hauptcharakter. So, fahren wir einfach mal. Ah, das ist sogar ein richtiger Aufzug. Gut. Perfekto. Level 18. Die sind nicht mal so stark, wie ich dachte. Ja, ist ja vollkommen in Ordnung hier. Vollkommen in Ordnung sogar. Okay, dann gucken wir kurz, was da für ein Item ist dort oben. Nehmen das mit und gehen vor die Tür. Oder kämpfen gegen das Monster, wenn es mich gleich anvisiert. Ja, war ja klar. So, perfekt. So. Ja, gegen dich jetzt Backslash einzusetzen ist dumm. So, da Backslash ist besser. Du bist auch down. Perfekt. Hier. Die sind down, perfekto. Schmales Horn. Einfach mitnehmen. Und da vorne ist der Eingang. Und ich bin jetzt eigentlich gerade überlegen, wie lange ich eigentlich jetzt die Folgen machen will bei Xenoblade, weil Xenoblade ist ein großes, langes Game. Ich bin gerade überlegen, wie lange ich die Folgen machen soll. 30 Minuten? Länger? Kürzer? Das weiß ich eben nämlich nie. Weil Xenoblade tatsächlich ein Game ist, was allein storybedingt schon 40, 50 Stunden geht. Und wir müssen auch ein bisschen grinden, um die Story fortsetzen zu können. Um stärker zu werden und sonst was. Und naja, ich glaube, wir brauchen mindestens 60 Stunden. Dann will ich ja noch ein paar Nebenaufgaben machen. Das dauert, bis wir mit dem Game fertig sind. Es dauert safe. Noch sehr lange. So, dann nehmen wir die Wind-Ether-Ader mit. Großer Windkristall. Ich frage mich eigentlich, ob wir nur in Kolonie 9 die Kristalle herstellen können. Oder müssen wir Kolonie 6 dann aufbauen und könntest du auch. Wäre gut zu wissen. So, nehmen auf jeden Fall das Item jetzt da vorne mit und laufen noch vor die Tür. Unreife Ewigkeit. Irgendwo ist hier etwas, was wir mitnehmen müssen. Oder ein Gegner. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das die Quest ist, die wir oben gerade angenommen haben. Naja.
Ich frage mich eigentlich, wie lange Schala in unserem Team bleiben wird, weil das ist ja, glaube ich, nur eine temporäre Allianz eigentlich. Aber wir haben ja schon in der Vision von der Zukunft gesehen, dass Schala uns länger begleiten wird. Glaube ich, war's. Hey Kumpel. Ich glaube, da ist die Lizenz, die er braucht. Ja, Lizenz. Müssen wir dann abgeben, wenn wir zurückgehen. Wir gehen aber jetzt erstmal hier lang. Und klappern alles ab. Himmelsrogge. Ist da hinten ein Item oder warum kann ich da hin? Da ist nix. Da ist halt echt nix. Interessant. Wir schauen aber noch in die Mine rein. Und gucken, was da abgeht. Hier ist tatsächlich auch nix. Nee, es ist nur das rote Auge von dem Ding hinten. Na, gegen zwei kämpfe ich nicht jetzt. Kann ich nicht einfach der Story folgen? Safe. Okay, er ist abgehauen. Perfekt, danke. Dann nehme ich das Item mit und gehe in die Höhle rein. Und ich glaube, ich werde die Folgen so 30, 40 Minuten machen, dass wir wenigstens vorankommen. Ich hoffe halt nur nicht, dass es so lange dauert wie Zelda. Breath of the Tears of the Kingdom. Oder Breath of the Wild, je nachdem. Gehen wir noch hier ran. Gucken wir mal, ob eine Zwischensequenz kommt oder nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass hier eventuell ein ist. Aber naja. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir hier weiter im Abflusstunnel. Ciao. Euer Gladius.